So, moin Leute and yay, hello friends of Rail. So, V200 Zeit. Da seht ihr von Pico meine rote mit der deutschen Bundesbahnschrift. Ist ja noch eine 200.1, also eine BR220. Hier haben wir eine 221 in Beige. Die wollte ich immer mal haben. Kriege ich mal roundabout knapp unter 80 Euro. Die CC Ready, die habe ich jetzt hier über Pico Kleinanzeigen für einen schmalen Taler mit ein paar Euros mehr mit Pico Sound. Aber hier haben wir ja noch ESO V4 drin, was ja auch gut ist. Sollte noch eine Testfahrt gemacht haben. Gucken wir uns das Ding mal eben an hier. Packen wir das mal eben aus. Mal hier die schöne alte Verpackung. Hundefutter. Beschreibung braucht man nicht. So, die werden wir nämlich verbessern. Ich zeige euch auch gleich warum, und zwar im Sound. Ich fahre das alles mal beiseite. Jo, da haben wir ein wunderschönes Stück. Ist ein bisschen oben anders. Wir haben bei dem, bei der roten da hinten haben wir hier noch vier Lüfter. Das hat die hier nicht mehr. Drehstufung. Schönes Modell. Sieht super aus. Andere Kupplung dran, zumindest auf einer Seite. Andere Seite kommt die Kupplung ab. So, packen wir mal aufs Gleis, ob das Ding funktioniert. So. Steht richtig drauf. Ich komme mal eben hier mit meiner Fresse in der Kamera. So. Steht drauf. Okay, Verpackung mal hinweg. So, So viel Zeug hat gekommen, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Aber erstmal das hier, weil auf die Lok habe ich lange gewartet. Weil die habe ich schon vor einer Woche gekauft. So, mal eben kurz hier. Pico Smart Control aktivieren. Normal, wenn wir Strom anmachen, müsste sich gleich anmelden. Keine Ahnung, welche Adresse die hat. Ich glaube, das war hey. Da. Da ist sie, Adresse. 15. Licht funktioniert. Wunderbar. Starten wir sie mal. Zweite Dieselmotor, oh Lampi, die ist auch viel zu laut eingestellt. So. Viel zu laut und der Klang ist nicht so toll. Wir haben da hinten meine. Und also die rote, das hier ist ja auch meine. Haben wir die hier drin. Ich muss mal eben schauen. V201. Ne, hier haben wir die drin. Die müssen wir eben suchen. Weil die klingt doch ein wenig anders. Mehr hier. Ach, zu viel Loks gespeichert. Müsste ganz unten sein, unter V, da ist sie. Die V200, weil hier haben wir die 1. Der erste Motor, hier der zweite. Das ist mal ein ganz anderer Schnack. So machen wir die Blaubeige jetzt auch fertig.
Und dann klingt das schon mal wesentlich besser. Dreckig dieser Song. Freunde, wir werden jetzt, ihr könnt sehen, ich habe hier schon eine Rocco-Universal-Kupplung angebaut, weil die zieht mal Personenzüge. Und hier können wir mal sehen, gegenüber der roten andere Dachaufbauten. Außerdem können wir hier gegenüber der anderen, die ich habe, wo die Dinger hier angedeutet sind, hier die Schläuche anstecken. Werden wir auch machen. Ich öffne das Modell. Hier haben wir den Serienlautsprecher, den haben wir raus. Der zieht nur Schmutz an durch die Magneten. Und wir setzen im Innern der Lok ein, zeige ich mal eben, so ein 15x10x11 Sugar Cube. Gibt es auch einen kleiner, hier haben wir einen kleineren. Aber der lärmt gut, das habt ihr eben gesehen, und der klingt auch schön dumpf bei der roten V200.0. Und das hier ist eine V200.1. Und die CW-Parameter werde ich noch ändern. Dann haben wir ein schönes Pico-Modell für einen schmalen Taler mit ESO-Sound. So, ihr seht, hier sieht das, ich habe mir den Platz geklaut von meiner Freundin. Ich weiß nicht, ihr seht das im Hintergrund hier. Die ist momentan schwer beschäftigt mit ihren Gebäuden. Momentan ist sie noch auf Arbeit, deswegen kann ich mir mal eben diesen Platz hier klauen. So, wir können hier sehen, wir haben schon die neue Platine. Nicht so wie zum Beispiel bei der Red Adventure. Hier haben wir Platz. Hier kommt der Lautsprecher rein, mit einem Trockenkleber klein, dass man ja auch jederzeit wieder lösen kann. Hier hat man die Kabel vom Lautsprecher. Die löten wir hier unten ab, ziehen die raus und löten die an den Sugar Cube. So, man kann hier schön sehen, Decoder wieder reingesteckt. Hier die beiden braunen Kabel, das sind die, hier unten den haben wir rausgenommen. Das sind die Originalkabel von dem. Den Sugar Cube hier eingeklebt. Wichtig ist, man kann doppelseitiges Klebeband nehmen. Ich habe in dem Fall einen Tropfen-Sekundenkleber gemacht, aber nur einen Tropfen. Ich könnte, wenn ich den jetzt so ein bisschen hochklappe, geht der ab. So, die Kabel sind vom Werk aus spärlich verzinnt, nochmal neu verzinnt, dann hier rangelötet, und jetzt können wir praktisch Deckel drauf machen, vorne und einem zurüsten. Und dann hauen wir das Sound 1, das Sound Setup. Passt wunderbar, Dichtschrauben, das Sound Setup rauf von der roten und testen das Ding nochmal auf dem Platz. So, Freunde, die CV ist übernommen von der roten. Wie gesagt, jetzt den Zimo drin und vorne kann man ranzoomen. Zugerüstet, was man bei der roten ja noch nicht konnte. Da sind die angedeutet. So, starten wir das mal ab, den ersten Motor. Den zweiten. Und ihr hört schon, das ist ein ganz anderer Schnack als dieser klirrende Sound mit dem anderen kleinen Lautsprecher. Ne? Auch immer im Horn. Also wenn ihr so ein Modell habt mit Sound oder Sound einbaut, empfehle ich immer so einen Simo-Speaker. Speed 7 1. Ich freue mich riesig über das Modell für einen schmalen Taler. Und wollte ich einfach mal zeigen mit dem Soundeinbau, wenn man den Lautsprecher da tauscht. Okay, Freunde, ihr seht, klingt einiges besser als mit dem Backspeaker. Und halt, ich habe die beiden Motoren, die Lautstärke ein wenig unterschiedlich gemacht, wenn die einzeln starten, dass man es auch sieht. Okay, hoffe, hat euch gefallen. Fahren wir noch mal einen langen Eumel hier lang. Sogar zu lang für das Glas. Geile Sache. Okay. Hoffe, hilft den einen oder anderen, wenn er das Modell hat. Ganz easy zu machen.
Kann ich nur empfehlen. Am Layout wird auch kräftig weitergebastelt, deswegen seht ihr hier das Gebäude falsch rumstehen. Ein paar Sachen. Szenerie-Stuff reingebaut. Okay, bis dann. Ah ja, hier nochmal meine V200.0 und das ist ja eine V200.1, die blau-beige. Pico-typisch. Läuft das Modell hervorragend. Ach ja, ganz kurz eben noch, ihr seht hier vorne das Licht und hinten, weil die Waggons dran hängen, ist aus. Ganz einfach mit F7 kann man das aus- und anschalten. Okay.